Leute, erstmal vorab, bevor das Video startet. Ich möchte jeden Freitag ein Stream Friday machen, genau sowohl auch heute. Ich hoffe, ihr schaut vorbei, jeden Tag, also jeden Freitag auf Twitch. Ja, let's go mit dem Video, das realistische Texture Pack und den Shader. Jetzt, let's go. Aber heute mit den realistischen Shader und mit den realistischen Texture Pack, was ich gefunden habe. Viel Spaß und lasst schon ein Like und ein Abo da. Das sieht hier so krank realistisch aus. Guckt euch mal dieses Glas an und so. Also wir spielen jetzt in der 1.20, deswegen normalerweise spiele ich ja immer in der 1.8. Aber Leute, dieses, okay, das Bett sieht normal aus. Aber in der Lobby, der Kompass und der Smaragd, das sieht so realistisch aus. Ich bin gespannt, ob die Betten genauso aussehen. Ja, sehen. Okay, Leute, wenn ich mich teleportiere, lag das. Dafür erstmal sorry, aber das Chip-Chip-Pick ist anders. Krass, guckt euch dieses Gold an und das Eisen. Okay, jetzt sollte ich mich aber vielleicht darauf konzentrieren, dass ich nicht instant angegriffen werde. Oh, die Wolle auch. Was ist das für eine Wolle? Ja gut, down bin ich jetzt. Aber ich musste zuerst das Texture-Pack bestanden. Leute, guckt euch diesen Kompass an. Leute, okay, das sieht man jetzt nicht, aber... Leute, was? Was ist das für ein Kompass? So, Leute, bewundert diesen wunderschönen Sonnenaufgang. Oder Untergang. Untergang. So, Leute, aber dann jetzt erstmal nach dem kurzen Texture Pack Test gehen wir jetzt hier auch auf... So, gehen wir auch auf Instant Save. Wie sieht die Ender Chest aus? Okay, die sieht normal aus. Okay. Dann, let's go. Ich darf mich nicht zu hoch bauen. Okay, das erste Mal bridgen. Weil ich habe das Checkpack auch noch nicht gespielt. Und natürlich auf der realistische Shader. Also der realistische Shader, den ich nach laut Ranking gefunden habe. Also das war halt so ein kleines Ranking. Tschüss. Gut, das wäre jetzt vielleicht nicht so gut. Okay, ich brauche mehr Wolle. Wolle. Ich wollte mir noch sau viel Wolle mitbringen. Aber da habe ich... Oder auch die Blätter, Leute. Aber mein PC ist gerade ganz schön laut. Ich hoffe, ihr hört das nicht so doll in der Aufnahme. Wo ist die Schere? Okay. Da. Ey, was? Junge. Ja, let's go. Als ob man da runtergefallen ist, ne? Das ist so komisch. Okay, das ist auch komisch, wie ich hier lang gehe. Okay, jetzt sind es auf jeden Fall mit Endstone eingebaut. Junge, diese Blätter, was sind das für Blätter? Okay, ihn habe ich nicht, weil ich zu viel Damage genommen habe und weil ich ihn dann auf einmal nicht mehr geschlagen habe. Okay, die Sonne nervt aber ein bisschen. Mit dem Shader sag ich so, wie es ist. Auch wenn ich es ungern sagen will. So, ihn habe ich auch. 42 Eisen. Das muss ich erstmal hier hinschmeißen, weil jetzt müssen wir auf schnelle Welle gehen. Und zwar müssen wir hier auch hier lang. Ich hab genug Wolle dafür, ne? Für meinen Plan.
Okay. Okay, ich gehe hier hoch. So, heute. Guten Tag, das werde ich jetzt nicht mehr. Das Battle werde ich nicht mehr, ich wusste es. Nicht mehr gewinnen. Okay, warum hat sich dann Enderman. Und warum sieht auch die Echse und so. Sieht alles so realistisch aus. Hier ist noch mal ein anderes Gold. Was kann, ist das Team Weiß? Ist er da? Nein. Der hat ein Diamantschwert, Junge. Okay, hatte gut, mein Bett ist weg. Schade, leider keine Win in der ersten Runde direkt. Und jetzt Holz gegen Diamond. Drei Hitten. GG. Der hat einfach schon GG im Chat parat, Leute. Habt ihr das gesehen, Alter? Okay, Leute, jetzt ist es ein bisschen heller und die Sonne scheint nicht auf mein Gesicht. Oh, die Map haben wir auch gespielt, als wir mit einem Chunk, als wir mit einem Chunk halt gespielt haben. Wird jetzt auch in der Infokarte verlinkt. So, die Map haben wir da auch gespielt und da konnte ich sie kaum erkennen, Junge. Das sieht aus wie so eine Melone oder so. Also, Gapple Instant. Normalerweise geht man hier über die Mitte. Ich weiß nicht ganz. Ich glaube, ich mache jetzt mal eine Special-Taktik wieder. Okay, Fast Bridge mit so einem wunderschönen Texture-Pack. Oh Junge, mein PC ist anders laut. Tja, der bin ich runtergefallen. Junge, was ist das? So. Ich hoffe, das wird reichen. Das hier. Okay, was macht der Gegner? Team Gelb. Haben wir überhaupt einen Gelben? Nö, Gelb ist gar nicht da. Komplett umsonst dahin gebaut. Vielen Dank dafür. Na gut, ich könnte natürlich seinen Spawner grabben, aber eigentlich wollte ich. Zum Glück habe ich noch auf die Tablist gedrückt. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass keiner von Gelb joint. Ich denke erstmal jetzt nicht. So. Die Blöcke werden nicht reichen, aber ich hole mir einfach hier Diamanten und dann passt das. Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Das ist schon wieder so dumm von mir. Oh, bitte vier Diamanten einfach weg. Komm schon. Okay, dafür sieht Lila aber nicht kommen, denke ich. So, weiß ist immer weiß-gelb. Wir sind nur noch zu, wie heißt es jetzt? Oh Gott, zu viert, nee, zu fünft jetzt, wow. Oder kann ich nicht zählen? Ne, wir sind zu fünf. Ich dachte schon, dass ich nicht zählen kann. Haben wir jetzt überhaupt einen? Ja. Nee, das ist die andere Farbe, ne? Das ist die Farbe und dann eine andere. Es gibt Pink. Nö, das ist die Farbe. Perfekt. Es gibt nämlich kein Rosa und ich bin schon. Ich sag mal, ich konzentriere. Okay, Leute, ich muss mich jetzt nicht so doll auf Regen konzentrieren. Okay, Pink ist down. Das heißt, Pink ist da. Hä, von wo? Ist das nicht das pinke Bett oder bin ich jetzt dumm? Hä? Okay, ich baue jetzt einfach so aus Spaß, weil es mir Spaß macht, das Bett hier ab, hier hinten. Oder ich hole mir Grab Miss Maragda. Das gibt es natürlich auch, aber ich. Glauben, na gut, ich weiß es nicht. Okay, das Bett ist schon weg, aber dafür habe ich jetzt hier guten Stuff. Und zwar sehr viel. Es war nämlich taktisch klug. Jetzt habe ich hier nämlich sehr viel. Genau.
Oh Gott, Leute. Ich kann schon wieder nicht reden. Okay, da hinten ist Team Aqua. Aqua. Okay, auf jeden Fall fallen hier sehr viele ins Void. Mein Bett ist nicht gerade so gut eingebaut. So, let's go. Wir haben 3 Goldäpfel, 1 TNT. TNT, habe ich das gerade so komisch gesagt? Okay, 4 haben wir. Jetzt nicht wieder auf den gleichen Trick reinfallen. Okay, die Sonne sieht auch witzig aus, wie sie da so schräg ist. Gut. Upgrade Sharpness. Okay, warum laufe ich so komisch, bitte? Mit unseren nächsten Diamanten holen wir uns dann natürlich, wer hätte es gedacht, ein bisschen. Hier, wie heißt es jetzt? Ich kann schon wieder nicht reden, Leute, ne? Wir holen uns ein bisschen Protection. Protection. Rot ist raus, ne? Ja, weil das ist das Bett von Team Rot. Aber Grau macht. Na gut, Stress macht sie nicht. Macht Grau nicht, eher mache ich jetzt Stress. Aber. Bro, das ist. Okay, ein Diamond. Okay, der hat die Hotdog-Taktik gemacht. Ray Team. Oh mein Gott, es tut mir so leid, ne? Es tut mir so leid, ist instant gestorben. Ey, das tut mir das so leid, ne? Oh, aua, aua. Er ist instant danach gestorben. Das ist bitter. Oh nein, ein Gold, danke. Full permanent Eisen, let's go. Und wir können jetzt einfach noch Blöcke. Ja gut, mein Bett ist jetzt auch down, ich habe mir gerade anders erschrocken. So, das lasse ich hier lieber. Und Eisen und Gold. Ich nehme einfach alles mit ins Inventar. Falls hier irgendwer Stress machen will und ich mir noch schnell was kaufen will, ne? Aqua-Team jetzt nur noch. Weiß. Okay, und Weiß ist hier hinten. Weiß gegen Grün. Und Grün bin ich. Ich habe nur noch einen kleinen. Ich bin nur noch einzeln und habe kein Bett mehr. Es ist so komisch. Okay, gut, das war nicht so schlau, dass ich hier hingehe. Okay, jetzt darf ich nicht verkacken. Das wäre dann ein bisschen bitter, ne? Guten Tag. Ey, was hat der für ein Auto-Aim? Bitte nicht. Warum? Leute, nicht euer Ernst. Es ist Nacht. Wir müssen bei Nacht mit einem Shader spielen. Okay. Erst das Team Grau ist disconnected, reconnected und disconnected. What the fuck? Okay. Let's go. So, super. Ich schub mir natürlich ein. Eine Wolle fehlt mir. Ist es schlau? Ja, ist es. Okay, die Wolle sieht so krank aus, ne? Oh, Louis. Mal schreiben alle LOL in den Chat. Okay, jetzt sieht es aus wie graue Wolle und ich bin dumm. So, perfekt. Danke dafür. Junge. Ey, komm, der trifft. Ja, aber hätte ich das auch verkackt, Leute. Das wäre. Da wäre ich jetzt ein bisschen traurig gewesen. Konnte mir nicht mal Wolle leisten. Wie arm bin ich denn? Bitte. Ey, komm. Oh, Slow Eisen, ne? Iron. Mit 2 Steinschwerter. Oh Gott. Bitte, ich habe mir 2 Steinschwerter gekauft. So.
Jetzt nur mal so rein theoretisch. Okay, ich habe wenig Blöcke. Ich hab zwei Steinschwerter, ne? Bitte. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Okay. Ey, das gibt's nicht. Okay, Leute, diesmal ist es helllichter Tag und fast Iron Dropper. Das finde ich natürlich sehr gut. Also, erstmal das hier. Das hier. Das hier, das hier. Und welche Map ist das? Okay. Hier baut man sich nicht über die Mitte. Das heißt, let's go aufwärts. Ist mein FOV so komisch, weil ich bin irgendwie total nah dran an der Kamera. Okay, gut, was soll ich. Was soll ich machen? Okay, der baut sich zum Diamond Spawner Instant. Okay, dann bauen wir uns auch mal zum Diamond Spawner. Ach, der wollte sich. Oh, jetzt kapiere ich. Der wollte sich mit dem Fireball zu mir rüberspringen. Ach so, Leute. Jetzt habe ich's kapiert, was er machen wollte. Dann hat er mich noch gerade so runtergeschubst. Okay, es. Ey! Ja, let's go! Mein Plan hat funktioniert, auch wenn das kein richtiger Plan war, aber. Irgendwie war es doch ein Plan, aber irgendwie auch nicht. Ach Leute, fragt mich nicht. Okay. Anscheinend ist er doch besser als gedacht. Gut, das ist gut. Nee, das ist eigentlich schlecht. Deswegen ist es gut schlecht. Ihr kapiert doch sicherlich meine Logik. Ey, der ist nicht runtergefallen. Aber ich. Oh Leute, kennt ihr diese Typen? Okay, das zeige ich euch gleich erstmal. Erstmal muss ich auf Hyperspeed. Die so sneaken. Die machen immer so eine Sneak-Taktik. So. Das ist immer komplett dumm. Finde ich. Ne, wir kaufen uns aber noch einen. Ne, wir kaufen uns. Ein Goldapfel esse ich jetzt gleich, damit ich wieder Full habe. Dann habe ich ja sogar ein bisschen mehr, als ich brauche. Ey, komm. Warum gehe ich ins Inventar? Wie dumm muss man sein? Bitte. Ey, was hat der für einen nervigen Sound? Bitte. Okay. Schade, schade, schade. So, Leute, aber ich würde sagen, das war's mit dieser wunderschönen Folge Minecraft Bedrock, aber mit dem besten Texture Pack und Shader, was ich gefunden habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt gerne ein Like und ein Abo, das würde euch riesig unterstützen und auch freuen. Damit sage ich, ciao, Leute, tschüss.